Jetzt aber mal in den Bereich Anpassung. Also das ist ja eigentlich das, was die originäre Aufgabe des HF-Technikers ist, nicht, wenn Sie so wollen. Also Sie sehen zu, dass Sie möglichst viel Leistung von einer Seite auf die andere kriegen, ne? Oder von einer Stufe auf die nächste Stufe kriegen, was immer jetzt die Stufe ist. Ob Sie möglichst viel Leistung aus der Antenne rausziehen wollen oder in die Antenne reinschieben wollen beim Senden. Oder ob Sie eben möglichst viel Leistung von einem Verstärker in den anderen kriegen wollen oder von der Antenne in den Vorverstärker, was auch immer. Ich möchte Ihnen jetzt also ein bisschen was darüber erzählen, was ist eigentlich Anpassung? Warum ist es so wichtig? Wie entwirft man ein Anpassnetzwerk? Da kommen wir wieder mit dem Smith-Diagramm in Kontakt. An der Stelle nochmal. Das habe ich eben schon gesagt, ne? In der HF-Technik ist das eben ganz essentiell, das zu machen. Und ein ganz extremer Fall ist natürlich, was ist das Anpassnetzwerk von irgendeiner Leitung auf den freien Raum? Ja, das ist eine Antenne. Und damit sind wir dann auch bald im nächsten Kapitel, das dann eben um Antennen gehen wird, ne? Aber das, deswegen habe ich den ganzen Aufbau hier, ne? So, was brauchen wir? Leitungstheorie. Könnt da leider nicht drum herum. Das Smith-Diagramm. Kommen Sie auch nicht drumherum, müssen Sie sich nochmal angucken, das Ding. S-Parameter, kommen Sie auch nicht drumherum. Deswegen haben wir den ganzen Klumpatscher gemacht bis jetzt, ne, damit wir das hier verstehen können. So, und dann müssen wir uns noch über Leistung und auch über Rauschen und so weiter Gedanken machen. Ne? Rauschen vielleicht auch erstmal nur am Rande. Also haben wir damals in der Messe nicht viel über Rauschen gesprochen mit Ihnen? Ein bisschen was war, ne? Ja, genau, viel mehr brauchen wir auch, betrachten wir jetzt auch nicht. So, erstmal, Anpassung ist nicht gleich Anpassung. Wenn jemand von, das wäre für Sie, glaube ich, das Spezialgebiet, wenn jemand von Anpassung redet, könnte man gleich fragen, was meinst denn du, wenn du von Anpassung redest? Was möchtest du nämlich denn eigentlich erreichen? Möchtest du nur die Wellen möglichst anpassen? Also möglichst keine Stehwelle irgendwo auf der Leitung haben. So, das ist das hier, Gamma gleich 0 und Voltage Standing Wave Ratio gleich 1, was ja das Minimum ist, nicht? Zum Beispiel zwischen zwei verschiedenen Verstärkerstufen. Oder möchtest du optimale Leistungsanpassung haben? Nicht in allen Fällen sind die beiden 1 und 2 die gleichen, ne? Es könnte auch sein, dass sie gerade ein Stehwellenverhältnis haben wollen auf der Leitung, weil dann nämlich die Reflexion und die Wiederreflexion im Prinzip der zweiten Stufe nochmal die Leistung anbietet. Nicht? Und nicht nur alles irgendwo verschwindet. So. Also könnte es sogar sein, dass Sie hier für optimalen Leistungstransfer und optimale Effizienz wirklich Konjugatkomplexes Anpassung haben wollen. Ne? So, das würde man verwenden hier im Ausgang von einem Leistungsverstärker, Eingang und Ausgang von einem Mischer, eine Antenne. Und 1 und 2 sind sowieso gleich, wenn Sie reelle Abschlüsse haben, also wenn Sie auf einen reellen Widerstand eine Leistungsanpassung machen. So, und dann gibt es noch den Punkt hier, Anpassung für minimales Rauschen und insbesondere bei einem Low-Noise, da geht es ja um Rauschen, einem Low-Noise-Amplifier, ist gerade die Anpassung für minimales Rauschen nicht das gleiche wie das für optimale Leistung. Klingt ein bisschen widersinnig, ist aber so. Können Sie aus den Schaltkreisparametern, den normalen linearen Schaltkreisparametern auch nicht herleiten, wo der Punkt für das optimale Rauschen ist. Da müssen Sie auf Herstellerangaben zurückgreifen. Der Hersteller hat das ausprobiert, wann sein Chip, sein Feldeffekttransistor am besten rauschmäßig performt. Und das gibt er Ihnen an im Datenblatt normalerweise. Und dann müssen Sie eben genau auf den Punkt anpassen und nicht auf die optimale Leistung. Ja, also, insofern die Frage ist berechtigt. Wenn Sie von Anpassung reden, dann ist nicht immer Anpassung gleich Anpassung. So, gibt natürlich verschiedene Philosophien. Man könnte, nehmen wir mal ein ganz einfaches Schaltbild, ohne Leitungstheorie momentan, Sie haben hier einen 50 Ohm Generator. So, und der soll auf 25 Ohm angepasst werden. Dann könnte man jetzt ja einfach hergehen, und das ist auch wunderbar breitbandig, ne? Hier soll jetzt kein Stehwellenverhältnis sein. Das machen wir mal weg dann, hier also keine Reflexion oder sowas. Dann könnte man das natürlich hinkriegen, indem man hier einfach einen 25 Ohm Widerstand in Serie packt.
Ja, leistungsmäßig ist das natürlich eine blöde Idee, ne? Also ja, ist richtig. Es gibt hier an der Stelle keine rücklaufende Welle, ne? Wenn Sie sich jetzt hier so ein minimales Leitungsstück reindenken würden, nicht, dann wäre das einfach nicht da. So. Aber Sie kriegen nicht die maximale Leistung in das hier rein, weil Sie natürlich hier Leistung verbraten. Sie haben einen Spannungsabfall hier und deswegen gibt es da eben auch einen Leistungsumsatz und das ist Verschwendung, ne? Also da heizen Sie halt die Umgebung mit und sonst nichts. Gleichwohl, das ist natürlich breitbandig, ne? Wenn diese 25 und 50 Ohm Widerstände, 25 und 50 Ohm Widerstände über einem breiten Frequenzbereich sind, dann gilt das alles so, ne? Ohne dass man was machen muss. Von 0 bis so viel Gigahertz, wie Sie wollen. Ne? So, also da sehen Sie schon, was das Problem hier nämlich ist. Beim resistiven Anpassung hätten Sie jetzt R, L und C und Leitungen natürlich. Ne? Also da müsste eigentlich ein Komma zwischen. Das verbraucht Leistung unnötig. Es fügt Rauschen hinzu. Und die Bandbreite kann sehr breitbandig sein. Stattdessen kann man, das haben wir im zweiten Semester ja schon mal gemacht, etwas Ähnliches erreichen, indem man hier mit reinen LC-Elementen vorgeht. Wissen Sie noch, was man tun muss? Wenn man hier einen 50 Ohm Widerstand an einen 25 Ohm anpassen muss oder will. Ja, was braucht man? Also RLC oder reine LC-Anpassglieder sind eigentlich irgendwie modifizierte oder abgeartete Serien- oder Parallelschwingkreise. Ne? So, was brauchen Sie bei einem niederohmigen Widerstand? Da brauchen Sie viel Strom. Ne? Viel Strom kriegen Sie hin wo? Ne. Mit welcher Topologie? Mit einer Serien-, mit einem Serienschwingkreis oder einem Parallelschwingkreis? So, das ist im Prinzip ein modifizierter Parallelschwingkreis. LC, wie rum Sie die anschließen, ist eigentlich egal. Also das sind unterschiedliche Werte, das schon, nicht? Aber ob Sie das L jetzt hier hinpacken oder hier, ist zumindest erstmal in der reinen Lehre egal. Also was haben Sie jetzt? Das ist das reine Anpassnetzwerk. So, das ist das reine Anpassnetzwerk. In diesem reinen Anpassnetzwerk sind nur reaktive Elemente. Damit wird damit keine Leistung vernichtet da drin. Außer in dem, was natürlich die Innenwiderstände von den Dingern sind, die wir aber ja hier vernachlässigen, weil sonst würde ich da ein anderes Bild hinmalen. Es wird deswegen auch kein Rauschen zugefügt, weil die Teile rauschen nicht. Und das kriegen Sie so einfach nicht breitbandig hin, denn das ist ein reiner Resonanzeffekt hier. Das ist ja auch ein Resonanzkreis. Mist, ist ja auch ein Resonanzkreis. Und deswegen ist das eine schmalbandige Anpassung. Ich kann ja mal einfach hier den Präsentationsmodus wählen, dann ist schon wieder alles gut. So, ja, wie macht man das jetzt? Also man macht es im Prinzip so, dass man sich im Smith-Diagramm bewegt. Also das wäre das Tool. Man kann das natürlich alles ausrechnen, das werden wir auch gleich noch gerade machen. Ne? Also wie groß müssen diese Ls und Cs sein? Wir haben das auch schon gemacht, das ist aber relativ verwickelt und die Formeln sind noch nicht geradezu wunderbar handlich. Aber das grafische Vorgehen im Smith-Diagramm ist eigentlich ganz nett. Also das Ziel ist es eigentlich, eine Impedanz zu transformieren, so dass aus beispielsweise 25 Ohm, wenn ich hier reingucke, 50 Ohm werden. Und das ist eine Bewegung im Smith-Diagramm. Ne? 25 Ohm wäre jetzt hier, ach, habe ich ja wunderbar genommen. Ne? So, und Sie sehen, man hat zwei, man kann mögliche Wege gehen. Also hier mit so einem parallelen L würden Sie zum Beispiel aus so einem Weg hier runterlaufen, wenn das L größer wird. Beziehungsweise mit einem C würden Sie in diese Richtung laufen hier. So, mit einem Serien-L hier würden Sie Imaginärteil an die Impedanz ranpacken und das wäre das Laufen auf diesem Kreis hier, der hier angedeutet wird, mit einem C eben auf dem Kreis. So, wenn Sie also an der Stelle sind und ja, was müssen Sie eigentlich tun? Sie müssen ja wandern im Smith-Diagramm, ne? So, wo würden Sie hin wollen, wenn Sie von 25, also R durch Z0 gleich 0,5,
auf 50 Ohm wollen. Was wäre Ihr Zielpunkt? Das ist der Anfangspunkt. Das ist das da. Was ist das Ziel? Da wollen Sie hin, ne? So, das könnten Sie erreichen, indem Sie zum Beispiel mit so einem L so laufen und mit einem C wieder runter. Ja. Ich habe gerade das andere gemacht. Sie könnten mit einem C in diese Richtung laufen und mit dem L wieder hoch. Ginge auch. So, diese Wege werden wir gerne mal ausprobieren, ne? So, Sie könnten auch, und das sind jetzt hier Leitungen, da haben wir noch gar nicht groß drüber gesprochen, das gucken wir uns aber mit dem Jay Smith gleich nochmal an und das gucken wir uns dann auch nochmal von Hand auf dem Smith-Diagramm an, um das ein bisschen vertieft auch zu lernen, nicht? Wenn Sie an eine Impedanz eine Leitung dran packen, so wie hier gezeigt, dann, ja, was macht so eine Leitung eigentlich, wenn da, also mal angenommen, das ist eine 50-Ohm-Leitung und Sie packen da an das Ende eine 25-Ohm-Leitung ran. Und jetzt würden Sie hier reinschauen in die Leitung. So, was passiert? Das Ding hat einen Reflexionsfaktor. Der wird definiert durch 25 minus 50 durch 25 plus 50. Kann einer ausrechnen, wenn er möchte. Dürfte ein Drittel sein. Genau. Minus ein Drittel. So, was die Leitung jetzt hier macht daran, ist nur die Phase drehen. Was anderes kann sie ja gar nicht. Hier ist eine Reflexion und die Welle, die jetzt hier reflektiert wird, die wird ja nur in einem größeren Abstand gesehen. Und die Welle, die draufkommt, wird von dem auch in einem größeren Abstand gesehen. Also wird ja nur die Phase eigentlich gedreht. Weiter nichts. Soweit verständlich? Ja? So, wenn ich die Phase drehe, hier, das war vorher der Reflexionsfaktor an der Stelle, respektive die Impedanz. Und ich drehe jetzt nur die Phase. Dann bewege ich mich ja auf einem Kreis, der den konstanten Abstand zum Ursprung haben muss. Ne? Einfach nur um den Ursprung drumherum. Ändert sich einfach nur die Phase des Reflexionsfaktors. Das ist jedes Mal, abgelesen an diesen Kurven hier, eine völlig andere Impedanz, die man sieht. Das ist richtig, aber eigentlich ist es nur der Reflexionsfaktor, nur mit einer anderen Phase. Auch das hier ist noch vom Betrag her ein Drittel Reflexionsfaktor, weil das ist der Abstand hier zum Ursprung. Nur eben nicht mit der Phase 180 Grad, sondern mit der Phase 0. Ne? Erreicht durch welche Länge der Leitung? Will? Sie brauchen lambda halbe Phasendrehung, weil das 180 Grad ist, aber durch welche Länge der Leitung erreichen Sie das? Jetzt können Sie gleich sagen, was hat die Leitung für einen Phasenfaktor? Nee, ich meine elektrische Länge der Leitung. Also nicht, dass wir jetzt in die Phasenfaktor-Diskussion kommen. Ne? Naja, die Welle geht hin und wieder zurück. Also es halbiert sich einfach. Ne? Also die Leitung muss dann nur noch elektrische Länge 90 Grad haben, um 180 Grad Phasendrehung hinzukriegen. Von da nach da brauchen Sie also eine Leitung, die eine elektrische Länge von 90 Grad hat, obwohl Sie eine Phasendrehung von 180 hinkriegen. Das wäre eine Lambda-Viertel-Leitung. Ne? Einfach ein Lambda-Viertel-Trafo. So, und dann können Sie durch solche Parallelleitungen, diese Stubs, die haben wir ja schon gesehen, das waren so diese kurzen Leitungen. Wir hatten sie bislang eigentlich immer nur betrachtet an den Extrempunkten, also Lambda halbe lang oder Vielfache von Lambda halbe lang oder ungradzahlige Vielfache von Lambda Viertel lang, nicht? Wenn aus dem Kurzschluss ein Leerlauf wird, aus dem Leerlauf und so weiter. Wir fügen jetzt einfach hier mal eine kurzgeschlossene oder eine leerlaufende Leitung irgendwie an mit einer variablen Länge. Naja, und wenn Sie sowas Leerlaufendes haben, dann bewegen Sie sich, weil das ja eine Parallelimpedanz hier an der Stelle ist, bewegen Sie sich auf so einem Kreis hier und auf dem. Und das könnten Sie hier ähnliche Dinge machen. Sie könnten zum Beispiel von dem 25 Ohm hier mit der Leitung hier hochlaufen und dann mit so einer Leitung hier wieder runter. Da, auf den, Quatsch, bis da, auf da, dahin. So, aber das gucken wir uns jetzt mal an dem Jay Smith an, denn da kann man ganz wunderbar dran spielen. So, ich habe die schwierigere Startprozedur als Sie. Läuft es bei Ihnen mittlerweile? Sie? Wo muss ich denn hin?
Ja, natürlich. Also ich gebe Ihnen gerade für die S-Parameter, lade ich Ihnen ein paar Übungsaufgaben noch hoch. Also gerade S-Parameter und so, das mache ich heute Nachmittag, aber. Ach so, so geht es natürlich nicht. So, nehmen wir mal an, wir starten bei 25 Ohm. So, da, ne? Also Sie greifen sich einfach den Punkt, der hier oben irgendwo war, und legen ihn erstmal auf die 25 Ohm. Und jetzt fügen Sie zu, machen wir das, was da steht, einen Serien-C. Das Serien-C greifen Sie von hier, müssen nur draufklicken, dann ist es schon da. So, dann laufen Sie hier nach unten. Machen wir es einfach mal so, ne? Der hat hier jetzt einfach, was hat er da? 6,37 Picofarad da in Serie dazu gepackt. Also wir sind jetzt hier. Das haben wir, ne? Und Sie sehen es auch hier. Hier sind Ihre 25 Ohm. Hier ein Drittel minus 180 Grad ist der Phasenfaktor, ist der Reflexionsfaktor. Sie packen jetzt hier das, die Picofarads da dran. Und jetzt fügen Sie noch, das hatte ich jetzt hier angedeutet, fügen Sie noch ein Parallel-L dazu. Das ist der da, nicht der zackige, das ist der Widerstand auf amerikanisch. Und der bringt Sie jetzt wieder nach oben. So, und jetzt können Sie eigentlich so lange rumspielen, also wir machen es erstmal spielerisch, so lange rumspielen, bis Sie hier den Endpunkt im Ursprung liegen haben, hier. So, das ist jetzt auf zauberhafte Art und Weise, hat das jetzt geklappt, indem ich nur das C justieren musste. Da, ne, sehen Sie? Bitte? Naja, nee, also ja. So, was tut man hier eigentlich? Das müssen wir nochmal ganz ein bisschen detaillierter auseinandernehmen. Nicht? Man wandert zunächst auf einem Kreis mit konstantem Realteil, das ist dieser rote hier. Wandert man in diesem Fall in den kapazitiven Bereich rein. Und zwar, bis Sie den Kreis treffen, das ist der hier, der Realteil 1 hat der Admittanz. Den finden Sie hinterher auf dem Smith-Diagramm, das ich Ihnen zeige, so einfach nicht wieder. Da müsste man jetzt dann noch die, da müsste man eine Punktspiegelung machen, dass man in das Admittanz-Diagramm geht. Hier ist das Admittanz-Diagramm, das sind die Kreise hier ja, ist das automatisch mit drin. In dem reinen Smith-Diagramm, das ich Ihnen da ausgedruckt hatte, sind die nicht mit drin. So, und dann wandern Sie einfach von dem Punkt hier, also dem Schnittpunkt dieses Kreises mit konstantem Realteil in der Impedanz und dem Schnittpunkt mit dem Kreis mit konstanter, mit der Impedanz, Admittanz 1, da auf den 50 Ohm-Punkt. So, können Sie hier ablesen, die Elementwerte, hier ist die Frequenz angegeben, 500 MHz. Und dann kriegen Sie hier die Elementwerte raus, dass Sie hier 12,62 Picofarad brauchen und hier 15,92 Nanohenry. Vorsicht, gegenüber dem Bild hier ist es gedreht, also gespiegelt um 90 Grad. Also die 25 Ohm sind links. Ja. So, machen wir es weg. Machen wir 9. Nehmen wir wieder die 25 Ohm. Jetzt machen wir es genau andersrum. Jetzt machen wir erst das Serien-L. Dann laufen wir hier oben hin. Wir wissen schon, auf diesen Kreis müssen wir. Das ist da. Jetzt machen wir das Parallel-C und wir sind schon wieder da. Wir haben jetzt, Sie sehen, andere Elementwerte. Ne? Das sind hier 7,89 Nanohenry und 6,37 Picofarad. Bei 500 Megahertz. Machen wir es nochmal weg. Jetzt probieren wir es mal mit Leitungen. Das könnte ja oder müsste ja eigentlich ähnlich gehen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie ja, die Phase durch eine Serienleitung so drehen, dass wir auf diesem Kreis hier kommen, einen Schnittpunkt mit diesem Kreis finden und dann können wir eine Admittanz parallel schalten, die uns in den Ursprung bringt.
Das wäre so die Idee, wenn wir das mit Leitungen machen wollten. Das wird jetzt natürlich ein bisschen absurd, weil wir hier 500 MHz haben, was eine ziemlich niedrige Frequenz ist. Ich nehme deswegen mal eine andere Frequenz hier von meinetwegen 10 GHz. Da würde man sowas R machen. Dann mache ich diese Frequenz hier auch weg, dass ich hier nur 10 GHz drin habe. Sie müssen erst Add machen. Sie können nicht die letzte Frequenz wegmachen, soweit ich weiß. So, und dann fügen wir hier mal so eine Leitung zu. 1,5 mm ist sie jetzt standardmäßig lang. Wir können die natürlich ein bisschen drehen und Sie sehen, dass genau das passiert, was ich Ihnen eben gesagt habe. Ne? Sie bewegen sich auf einem Kreis um den Ursprung drumherum, weil Sie nämlich mit so einer Serienleitung nur die Phase des Reflexionsfaktors drehen. So, was wollen wir haben? Eine parallel offene Leitung packen wir dazu. Was ist das da? Hey. So, und dann hätten wir jetzt 25 Ohm auf 50 Ohm angepasst mit einer Serienleitung von 3 mm Länge. Das würde wohl so aussehen. Das hier ist ein VIA in der Draufsicht. Hier hätten wir 25 Ohm. Dann hätten wir hier eine 3 mm lange Serienleitung. Dann würden wir hier einen 2,95 mm Stub machen. Und an dieser Stelle würden wir jetzt Gamma gleich 0 sehen. Unten drunter liegend, also Sie gucken jetzt auf die Platine drauf, unten drunter liegend ist die Massefläche noch. Ne? Was ich hier nicht berücksichtigt habe, ist, dass ich ja mit einem Dielektrikum arbeite. Also normalerweise haben Sie Platinenmaterial, das hat ein Epsilon R, also die relative Dielektrizitätszahl von, was weiß ich, 4, 10 oder 2 oder so, ne? Also irgendwas, jedenfalls nicht 1. Ne? Und das ist bei den Längen noch nicht berücksichtigt. Das müsste ich in die Längen noch reinrechnen, damit ich wirklich die geometrischen Längen auf der Platine habe. Die sind hier nicht drin, muss ganz explizit dazu gesagt werden. Das wär's. Ne? Also so könnte man ohne L und C nur mit Platinenstückchen so eine Anpassung erzielen. Man macht das ganz wohlweislich bei höheren Frequenzen, weil ich könnte es auch mal einer niedrigeren machen. Machen wir mal ein Gigahertz hier. Dann können wir die 10 auch wegmachen. Dann sehen Sie, da ist erstmal noch gar nichts passiert. Ne? So, weil das gar nicht die Phase dreht. Jetzt kann ich aber den Spaß, hier geht das natürlich alles ganz einfach, nicht? Den Spaß nochmal machen und dann sehen Sie, das was vorher, gut, das ist ja relativ logisch, nicht? Das was vorher irgendwie hier 3 mm waren, werden plötzlich 30 mm. Ne? So, also diese Struktur wird dann groß, weil die Welle ja auch groß wird. Ne? So, und das möchte man natürlich nicht unbedingt. Also das ist nicht ökonomisch. So, man kann das natürlich machen, aber es ist nicht ökonomisch. Ja, gut. Ja. Dann sind ja aber Fertigungstoleranzen bei sowas auch extrem wichtig, oder? Weil naja, extrem, also sie sind wichtig. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die jetzt extrem wichtiger sind als bei anderen Fällen. Ne? Also ja, sie verlassen sich halt drauf, ne? Dass die Leitung dann wirklich 3 mm lang ist. Sie verlassen sich auch drauf, dass das Dielektrikum eben eine DK von 4 hat und nicht von 3,5. Zum Beispiel, ne? Also wenn das jetzt umgerechnet wird noch in real existierende Leitungen und so. Ne? Also ja, klar. Aber ja, gut, im Vergleich zur Niederfrequenztechnik ist es definitiv so, da würden Sie da gar nicht drauf achten wollen. Ne? Da nehmen Sie die Elementwerte, also das, was Ihre Spulen und so weiter, Kondensatoren und so weiter, Widerstände hergeben, das nehmen Sie im Rahmen der Toleranz von, was weiß ich, plus minus ein paar Prozent oder sowas an und müssen sich da keine Gedanken machen, haben Sie vollkommen recht. Ne? Ja, auf der anderen Seite, man kann das natürlich, also
Man kann natürlich aus dem Bug auch ein Feature machen, ne? Also das können sie auch tunen, ne? Also wenn sie ein falsches C eingelötet haben, müssen sie ein neues C einlöten. Ja, wenn hier die Leitung ein bisschen zu lang ist, können sie abkratzen. Oder wenn die nicht ganz passt, dann kann man irgendwie noch ein bisschen mit dem Lötbatzen was machen oder sowas, ne? Also sie haben da etwas andere Freiheitsgrade und sie gehen in einen eher, was ist der richtige Begriff dafür? Eher so ein komplettes Design hier rein mit diesen Geschichten, ne? Also während sie vorher in der Niederfrequenztechnik eigentlich alles so aus dem Baukasten nehmen, also ich nehme mein L, mein C und so weiter, und das ist in diesen, das sind so fertige Baublöcke, die man dann zusammenbaut, woraus man sich die Schaltung baut, betrachten sie hier die Schaltung als solche und verwenden also die ganze Schaltung, also die ganze Struktur für ihre Schaltung, ne? Ja gut, sie könnten das hier sogar noch etwas anders machen. Sie müssen ja nicht unbedingt, das funktioniert nicht. Ich wollte gerade einmal rum. Doch, geht doch. Sie könnten es auch so machen, ne? Also Sie können natürlich mit der Leitung auch noch ein Stückchen weiterlaufen. Also nicht nur bis hier oben hin, sondern eben auf die andere Seite vom Kreis und dann mit einer kurzgeschlossenen Leitung wieder zurück, ne? So, welche Vor- oder Nachteile könnte das haben? Bitte? Rauschen. Nö, Rauschen ist überhaupt nicht drin. Aber also wenn ich auch die kurz schließe, dann wirkt sie vielleicht nicht so alt als Antenne. Nee. Ja. Nee, das ist ohnehin keine Antenne. Also diesen ganzen Kram müssen sie eh abschirmen, ne? Ja, okay. Und ob das dann kurzgeschlossen ist oder leerlaufend, ist kein Unterschied. Also sie wird länger, okay, das ist sicherlich ein Nachteil. Ne? Also erstmal ein Vorteil ist, Sie können eine kurzgeschlossene Leitung verwenden. Also eventuell haben Sie eine Technik, beispielsweise Hohleitertechnik, wo Sie einen Kurzschluss gut hinkriegen, aber einen Leerlauf nicht. Also ein Hohleiter einfach absägen ist nur in der kleinen Fritzchen-Vorstellung wirklich ein Leerlauf. Ne? Das strahlt halt ab. Also insofern haben Sie mit der Antenne schon recht. Ne? Also ein Hohleiter einfach absägen, dann haben Sie da eben was Offenes und dann ist das aber kein idealer Leerlauf. So, wenn Sie kurz den Hohleiter aber hinten richtig dicht machen, mit einer Metallplatte oder sowas, eine gut leitenden selbstverständlich, dann ist das ein Kurzschluss. Also in der Technik, je nachdem welche Technik Sie verwenden, ist das eventuell leichter herstellbar. So, der andere Eigenschaft ist, wenn Sie hier jetzt ein bisschen was ändern an der Frequenz, ne, dann ist das wesentlich empfindlicher, weil die Struktur als solche wesentlich länger ist, ne? Können wir mal ausprobieren. Fügen wir mal noch eine Frequenz dazu. Meinetwegen hier 1100 Hertz. Dann sehen Sie, da kommen Sie komplett woanders raus. Ne? Da. Das ist sicherlich nicht mehr der Ursprung. Da Sie sehen, wie die Frequenzen umspringen. Der Abstand hier ist groß. Was haben Sie hier für einen Reflexionsfaktor? Kann man ablesen irgendwo? Da 0,19. Ne? Können wir uns den merken gerade? 0,19. Ne? Nehmen wir mal die alte Struktur wieder. Machen das weg. Wieso habe ich da jetzt zwei Punkte? Ach so, ja, Witzbold. Ja, ja. Und so, jetzt gehen wir wieder hier hin. Da haben Sie jetzt 0,09. Ne? Das heißt, diese Struktur ist deutlich, oder die andere, ist deutlich empfindlicher für Frequenzänderungen. Ne? Frequenzänderung ist dieselbe, 10% Grad. Ne? Also die hier wäre, also ist auch keine breitbandige Struktur, aber sie ist immerhin breitbandiger als das, was wir vorher hatten. Ne? Die wäre sehr viel frequenzselektiver. Okay, so, jetzt müssen wir noch ein bisschen Theorie betreiben und dann gucken wir noch mal in das Smith-Diagramm rein. So, hier ist das nochmal zusammengefasst, was wir eigentlich tun müssen und was eigentlich das Matching ist, also wie das funktioniert, ist vielleicht so ein bisschen so ein Guide dafür, was man tun kann. Also erst einmal, Sie wandern raus, Sie wandern irgendwie im Smith-Diagramm hin und her. Mit diesem J. Smith haben Sie gesehen, das ist ein wunderbares Tool, auch ein wunderbares grafisches Tool. Sie könnten natürlich auch sagen, ich glaube, Qux kann das sogar. Passt mir einfach an. Also einfach mal das Problem mathematisch lösen. Ne?
kann man ja ausrechnen, wie groß die sein müssen. Muss man ja nicht hinspielen. Das ist ja also für uns schön, wenn man mal ein bisschen was gesehen hat oder so, ne? Aber man könnte auch einfach sagen, das sind meine Parameter hier, 25 auf 50, gib mir L und C. Zeige ich Ihnen gleich auch noch. So, hier ist das Rezept dafür. Also Sie markieren sich die Impedanz im Smith-Diagramm. Das ist das, was wir eben gemacht haben mit den 25 Ohm. Und dann fügen Sie eben zu, entweder die Serienleitung oder L oder C, je nachdem, wie Sie das brauchen, bis Sie an dem konstanten B-Kreis sind. So, das wäre das hier. Und dann fügen Sie noch irgendwie einen parallelen Shunt hinzu. So, es sei denn, steht hier leider so nicht, da fehlt die Hälfte. Nehmen wir mal an, Sie haben 100 Ohm. Da, das ist der da. Also auf dem Punkt 2. Und ich mache nochmal hier alles weg zunächst, weil ich nämlich gerne das nochmal mit L und C machen möchte. Wenn ich jetzt ein Serien-L mache, kann ich beide ruhig lassen, dann bewege ich mich auf diesem Kreis. Ich müsste aber ja nach der Regel, die da steht, dahinter auf diesen Kreis hier kommen, damit ich in den Ursprung laufen kann. Geht nicht. Komme ich nicht hin. Ne? Ich kann es nochmal mit dem C probieren. Der bewegt sich halt auf der anderen Hälfte des Kreises. Ne? So, was kann ich tun? Bitte? Leitung. Ja, Leitung. Okay, machen wir erst Leitung. Leitung komme ich auf den Kreis, genau. Und dann kann ich wieder mit dem da hochlaufen. Geht. Wenn ich aber nicht mit Leitungen arbeiten möchte, weil das hier wäre jetzt eine kurzgeschlossene Leitung von 45 mm Länge. Und die ist auch 45 mm lang. Ich kann ja einfach spielen. Das ist ja das Schöne bei diesem Tool hier. Ne? Ich kann es ja erfahren. Ich muss es ja nicht alles schon wissen. So, ich kann ja mal gucken, was denn passiert, wenn ich hier mal so ein Parallel-C ranpacke, was ich hier getan habe. Und damit kann ich natürlich den Kreis mit Realteil der Impedanz gleich 1 schneiden. Ne? Das ist der da. So, und wenn ich da bin, auf diesem Kreis, könnte ich mich ja mit einem Serien L ganz wunderbar bewegen und kommen wir schon wieder beim Ursprung raus. Ne? Also 100 Ohm hier, paralleles C, serielles L und schon bin ich wieder im Ursprung. Ne? Andere ginge auch, paralleles L. Serielles C und auch da bin ich im Ursprung. Oder mit den Leitungen, da haben Sie vollkommen recht, mit der Serienleitung geht es immer, weil Sie kommen irgendwie auf jedem Kreis einmal oder auf dem Ursprung mal an. Ne? Also gibt es keine Beschränkung, weil Sie wandern einmal komplett um den Ursprung drumherum. Ne? So, in diesem Rezept fehlt also die Hälfte, muss ich mal korrigieren. So, das ist aber dargestellt und da ist jetzt beides drin. Da sind jetzt beide Fälle drin hier. Ne? Einmal für das, was wir eben betrachtet haben, die 25 Ohm, also was Niederohmiges, was Sie auf was Höherohmiges anpassen wollen, ist das da. Und hier einmal die andere Topologie, wenn Sie etwas Höherohmiges auf was Niederohmiges anpassen wollen. Wir haben beide Topologien im zweiten Semester auch kennengelernt. Das eine ist nämlich im Prinzip der Parallelschwingkreis, der die Stromüberhöhung liefert. Das ist der da. Und das ist der Serienschwingkreis, der die Spannungsüberhöhung liefert. Wenn das hier C und L sind, dann nehmen Sie einfach eine erhöhte Spannung an einem dieser Serienresonanzelemente ab. Ne? Und hier nehmen Sie einfach den erhöhten Strom durch eines dieser Serienparallelresonanzelemente. Ne? Das ist das, was da eigentlich passiert. So, mit dieser Topologie können Sie alles anpassen, was da liegt.
Mit dieser Topologie können Sie alles anpassen, was da drin liegt. Beweise kann man natürlich führen, die werden dann hier geführt, ne? Mathematisch. Ja, gut. Was wollen Sie machen? Ich male das nochmal separat hin, weil es, glaube ich, nicht aus den Formeln hier unmittelbar klar wird, was ich hier eigentlich tue. Vielleicht wird es ja ohne oder mit der Zeichnung klar. Wo ist mein Putzding? Hier. Was haben wir hier gemacht? Wir haben hier ein ZL. Wir packen an das ZL ein JX1. Das ist das da, was da steht. Wir packen dann parallel ein JB1 da dran und wollen das jetzt an Z0, habe ich das irgendwie so anpassen. So, und sehen zu, dass wir jetzt eben die Impedanz hier bekommen. So, und das soll jetzt angepasst werden auf ein Y gleich G plus JB, ne? So, das funktioniert ganz wunderbar für, wenn dieses G kleiner als 1 durch RL ist. Und meist passt man es hier, in diesem Fall würde man es jetzt natürlich anpassen wollen, auf G gleich 1 durch ZL und B gleich 0. Ne? Also wirklich an den reellwertigen, an die reellwertigen Innenwiderstand des Generators anpassen. So, das können Sie ein bisschen rumrechnen, das haben wir im zweiten Semester mal gemacht. Dann kommt eben genau das dabei raus, was da jetzt steht. Diese Werte könnten Sie jetzt in irgendwas eintippen und schon hätten Sie sich ein Tool zum automatischen Matching gebaut. So, im zweiten Fall vertauschen wir jetzt einfach mal die Rollen von G und R. Das ist der duale Fall zu Nummer 1 und füllt genau die Lücke aus, die jetzt hierdurch noch gelassen wird, ne? Also was passiert nämlich, wenn G größer als 1 durch RL ist? So, wir haben das einfach mit dem Dualitätsprinzip gelöst hier und kriegen da das passende Ergebnis auch da raus. Okay. So, wie gesagt, die Ranges hier sind jetzt einfach andere. Das ist das, was da steht. Und der zweite Fall, das ist genau der, der hier rechts steht. Der Fall hier wird dann eben abgedeckt. Also da, wo Sie aus dem inneren Kreis raus hier rausgematcht kriegen. Gut, man kann das auch mit Leitungen machen. Das haben wir schon ausprobiert hier, spaßeshalber, nicht? Also entweder so oder so, je nachdem, was man da für Admittanzen oder Impedanzen anschließen kann, nicht? Man kann auch, das ist aber ein ganz seltener Fall, natürlich auch irgendwie hier noch eine Impedanz, eine Blindwiderstand hier in Serie ranpacken. Meist hat man solche Chance hier, über, wenn Sie es mit Leitung machen wollen oder nur mit Leitung machen wollen. Aber Sie könnten ja auch eine Kombination beispielsweise machen von Leitung und einem Serien-L oder Serien-C. Ne? Auch das wäre ja denkbar. Wenn es rein mit Leitung ist, ist das hier eine komische Konstellation. Wäre eine Umwegleitung da noch. So, auch da kann man rumrechnen, wie lang diese Leitung sein muss. Das ist jetzt noch verwickelter, da gehe ich auch nicht durch die komplette Mathematik durch. Eigentlich ist es bloß Algebra, nur die Indizes nicht vertauschen, ne? Und so.
und dann kriegen Sie eben auch da ein Ergebnis raus. Und da gibt es auch noch einen zweiten Fall dafür. Ja, und Sie kommen in eine Zusammenfassung hier. Und diese Zusammenfassung steht hier zunächst mal, was brauchen Sie? Also Sie müssen ja die Forderung an die Blindelemente hier umsetzen in real existierende Bauelemente. Ne? Und da würde nämlich heißen, hier ein Blindwiderstand X größer 0 ist ein Induktor oder eben eine, sowas wie eine Series Line. Das ist nicht exakt das Gleiche, nicht, dass das jetzt einer glaubt. Ne? Denn hiermit bewegen Sie sich ja auf dem Kreis konstanten Realteils und hier bewegen sich auf dem Kreis um den Ursprung. Ja. So, ähnlich hier. Da ist der Wert kleiner 0, aber das ist eigentlich was aus dem zweiten Semester auch bekannt sein sollte. Nicht? Sie müssen nur beachten, dass das hier durchaus auch die gleiche Bewegung ist. Nicht? Das ist nämlich eine, immer bewegen Sie sich auf einem Kreis mit konstantem Realteil der Admittanz, weil Sie ja irgendein Parallel-Blindelement zufügen, sowohl hier als auch da. Aber das hier ist nicht exakt das Gleiche. Gut, Konjugiertkomplexe Anpassung. Ich habe auch noch gerade was zu sagen. Das Ziel ist, möglichst viel Leistung in hier Z2 reinzukriegen. Definiert ist das hier über I mal I Konjugiertkomplex mal Realteil von Z2. Das haben wir auch schon mal hergeleitet. Das ist die umgesetzte Wirkleistung, die man haben möchte. Und um das zu maximieren, muss man eben hinbekommen, dass die Lastimpedanz, die Konjugiertkomplexe, das Konjugiertkomplex der Eingangsimpedanz ist. Wenn die beiden reell sind, ist es gleich. Das ist der Fall, der zumindest in der Theorie und in den Übungsaufgaben häufig auftritt, in der Realität nicht unbedingt häufig. Nicht? Also wenn Sie zwei Verstärker, zwei Transistorschaltungen aufeinander anpassen wollen, dann sind die nicht notwendigerweise alle schon auf 50 Ohm gematcht und dann müssen Sie nur noch alles dazwischen machen. Nicht? Sondern der eine hat halt irgendeine Eingangsimpedanz und der andere hat irgendeine Ausgangsimpedanz und dann müssen Sie was dazwischen machen. Und das kann durchaus komplex sein. Ne? So, das heißt aber nicht, dass auf der Leitung, die dazwischen gedacht werden kann, zwischen Eingangs- und Lastimpedanz, keine Ripple, kein Stehwellenverhältnis drauf ist. So, ein bisschen schwierig ist immer, wo ist genau das Konjugiertkomplex als Ziel im Smith-Diagramm. Das machen wir in den Übungen, wenn wir tatsächlich einen Verstärker mal entwerfen wollen. Hier, dann wird man das schon merken, wo man da richtig ist und wo man da falsch ist. Es macht mehr Spaß, als wenn wir das jetzt hier theoretisch herleiten. Rauschanpassung ist nicht das Ziel, möglichst viel Leistung reinzukriegen in den Verstärker. Also Sie wollen natürlich auch nicht alle Leistung verlieren, aber Sie müssen nicht das ultimative letzte Quäntchen in Leistung reinkriegen, sondern wichtig ist, dass der in einem Arbeitspunkt arbeitet, der sehr gut für Rauschen geeignet ist. Das gibt Ihnen normalerweise der Hersteller her an. Und Sie sehen einfach zu, dass Sie auf dieses Gamma-Opt oder was etwas nahe Gamma-Opt anpassen. Gucken wir uns mal kurz. So ein Datenblatt von so einem Verstärker an. Jetzt habe ich nur den da. Wieso habe ich denn nur den? Das ist ein alter, den gibt es nicht mehr. Warum habe ich denn nur den hier in dem Verzeichnis? Muss mal kurz gucken. Egal, also wir sehen es ja an dem auch. Also, ich habe leider gerade das falsche Datenblatt rausgegriffen. Aber ich suche jetzt auch nicht lange nach dem neuen, nach dem anderen, weil es von der Struktur her ganz ähnlich ist. So, hier geht es also um einen, der hat sicherlich 20 Jahre gehalten, der Verstärker, und der zusammen sind irgendwann abgekündigt. Ne? Hier geht es um einen 2 bis 18 GHz Ultra Low Noise, vergessen Sie den Rest, Pseudomorphic, High Electron Mobility. Transistor, das ist wieder wichtig. Also es geht um Transistor. Ne? Was das alles dazwischen bedeutet, das gucken wir uns dann später mal an. Das ist irgendwie ganz besonders. Also super duper klasse Teil. Ne? So, was soll das heißen?
Das ist das Paket, das ist ein Feldeffekttransistor, das ist das Paket, das sind die Anschlüsse hier. Gate erkennen Sie daran, dass es angeschrägt ist und die beiden Sources sind ein bisschen dicker hier zur Seite rausgeführt. Hier sehen Sie die Rauschperformance und die Verstärkungsperformance hier. Einmal hier die Verstärkung, da für rechts und dann hier das Rauschen. Mit 0,5 dB können Sie mit der Noise Figure oder Rauschzahl schon was anfangen. Okay, bleiben wir dabei, je hoch, je schlecht. Hier, ne? Für dieses Ding hier. Den Rest leiten wir dann irgendwann mal her. So, dann gibt es ein bisschen was für die Arbeitspunkteinstellung. Und dann gibt es eine Liste von S-Parametern. Also erst einmal, was ich daraus ziehen möchte, das, was ich in dem Kapitel davor über S-Parameter gesagt habe, ist kein Schmuh, man arbeitet wirklich damit. Ne? So, das ist erstmal das Erste. Ist natürlich angegeben für einen bestimmten, was heißt das, Arbeitspunkt, also 1,5 Volt Drain-Source-Spannung und ein Drain-Strom von 10 mA. So, die sind angegeben in Betrag und Phase. Man muss das auch nicht abtippen, man kriegt das Ganze auch als Textdatei von denen mitgeliefert. Ne? Und hier nochmal, weil der S21 ja eigentlich die Vorwärtsverstärkung ist, nochmal in dB die Verstärkung, aber dann eben auch in Betrag und Phase eben der S21. Der S12 ist die Rückwärtsverstärkung, Rückwärtstransmission. Das soll möglichst wenig sein und das ist es auch. Eigentlich wollten wir das ja zu Null haben, das wäre ideal. Und der S22 hier angegeben. Also dies mit den vier S-Parametern gibt es tatsächlich. Das ist nicht nur ein Witz. So, und dann gibt es hier noch ein Kapitel. Also erstmal für, was macht der eigentlich, wenn er ausgeschaltet ist? Okay. Und dann gibt es hier noch was für die neues Parameter. Und genau hier, da steht drin, welchen Reflexionsfaktor muss das Teil optimal sehen, damit es optimale Rauschperformance zeigt? So, das wird Ihnen mit angegeben. Und wenn Sie damit einen Low-Noise-Amplifier bauen wollen, dann sollten Sie sich an diese Tabelle halten und nicht die S-Parameter verwenden, um möglichst viel Leistung reinzukriegen. Ne? So, das gibt nicht nur an, was ist der optimale Punkt, es gibt auch noch an hier drüber, wie verändert sich, wenn Sie den optimalen Punkt nicht gegriffen haben. Das probieren wir aber auch mit dem Qux aus, wenn wir ein Verstärkerdesign machen. Ne? Der Punkt hier ist erstmal nur, es gibt diese Hinweise in den Datenblättern. Und dann suche ich auch noch den anderen Verstärker raus, anderen Transistor raus. Gut, so. Dann kommen wir zu meinem Lieblingskapitel. Ich überlege gerade, eine Pause können wir nicht machen, ne? Das kommen wir nicht rum. Bitte? Ja, ja. Das wollen wir ja haben, ne? Was zu essen. So. Ich überlege gerade, oder machen wir das in den Übungsaufgaben, dass man nochmal Anpassung macht? Ne, ich finde, wir machen mal. Ne, wir machen Smith-Diagramm-Übungsaufgaben und da sind auch Anpassungsaufgaben noch mit dabei. Und die machen wir dann auch richtig mit dem Papier oder Sie und so. Und wie wir das mit der Aufzeichnung machen, ist dann ja auch egal. Nicht? Wir können es ja nicht alles nur nach der Aufzeichnung richten. Machen wir erstmal Vorlesung weiter und dann vielleicht heute Nachmittag oder so noch ein bisschen Smith-Diagramm. Antennen ist eigentlich ein ganz angenehmes Kapitel, weil da gibt es was zu gucken, was zu zeigen, was zu staunen und so. Ne? Ich habe mal. Also hier ist so ein Bild von Antennen. Ich habe aber auch mal ein paar mitgebracht. So ist ja nicht. Das hier. So. Guck mal, das ist sind drei eigentlich. Den Markennamen verrate ich nicht. Ja, das hier ist so eine typische WLAN-Antenne. Da sind drei Stück drin. Sie können auch drei andere Firmen nennen, dann ist keine Werbung. Achso, muss ich drei andere Firmen noch nennen. Ich kann ja die Finger davor lassen. Mögen Sie mal das mal gerade googeln und mal gucken, was so ein Teil kosten würde. Da haben Sie ja den Namen drauf. Also das Ding hier funktioniert bei 2,4 GHz, ist eine WLAN-Antenne für 2,4 GHz. So, und wenn Sie das Ergebnis da kennen, dann behalten Sie es mal gerade für sich, dann sagen Sie mal den Preis und dann raten wir mal, was drin ist. Was ähnlich ist hier, eine Multiband-Antenne.
Sieht auch irgendwie ganz gigantisch aus, ne? Ja, sie gucken ja nur aus Plastik. Das ist ja, das ist aber ja auch so ein bisschen Marketing, ne? Also es sieht jetzt irgendwie aus, als wenn das alles irgendwie was ganz Besonderes wäre. Und dann macht man das mal auf hier. So, und dann stellt man fest, da ist so ein Schnapsbecher drin, ne? So, die kann man auch auseinandernehmen. Also da ist so ein bisschen Antenne drin und das hier ist, ne, kann man es sehen? Weiß nicht, ist das scharf da eigentlich? Kann man das erkennen, ob da was scharf ist? Das Licht mal. Ja, ja, machen wir ein bisschen Show and Tell hier, ne? Ja. Also da ist so ein, aber ist schon ein bisschen Struktur, ne? Also so ist nicht. Da hat sich schon sicherlich einer was bei gedacht. Das kann auch sicherlich ein mehrfach Reuse, also man könnte jetzt auch was draus trinken oder so, ne? Beispielsweise. Aber mit dem Deckel drauf macht es natürlich auch was her. Wobei das nicht ganz von der Hand zu weisen ist, denn diese Massemetallisierung hier spielt eine Rolle. Die könnten sie nicht einfach weglassen, größer oder kleiner machen. Dann müssten sie auch das verändern, ne? Also das alles spielt zusammen. Ich glaube, es gibt die bei Konrad oder bei eBay. Also ich habe jetzt einfach mal nur so ganz normal gegoogelt, ja. Und man kriegt sie mit Versand für unter 20 Euro. Das aber gebraucht. Das ist möglich. Versuch mal den, aber trotzdem, versuchen Sie mal den Neupreis rauszufinden. Ah, gucke mal, was ist drin? Das ist drin. 173 Euro. Neu, ne, also vom Hersteller. Bitte? Das ist Messing oder vergoldet oder sowas. Das ist sicherlich kein Vollgold. Das erklärt was? Das erklärt auch, warum die Gebrauchte noch ein Zehntel kostet, weil das geht natürlich im Laufe der Jahre. Ja, vor allen Dingen im Laufe der Jahre kriegen die Leute mit, was drin ist. Ne? Die gibt es übrigens auch als 5,8 Gigahertz Variante. Ne? Da sieht sie so aus. Habe ich nicht geguckt. Also normal halten wir die beiden beieinander, ne? Oder nebeneinander. Sehen wir schon mal. 52,4 GHz, 5, GHz. Ne? Also fürs andere WLAN. Sie sehen, das ist einfach kleiner, weil die Welle ist auch kleiner. Auf die einzelnen Parameter und warum das so ist, gehen wir gleich noch ein. So, was haben wir noch hier? Haben wir hier noch was? Das muss ich mal rumgeben. Hier ist jetzt eine ganz kleine Antenne, die ist multibandfähig. Die müsste 2,4 und 5er abdecken. Da sehen Sie, vielleicht kann man das sogar hier sehen, auf dem Ding, da sehen Sie zwei Strukturen, eine kleine und eine größere, die unterschiedlich resonant sind. Bringt mich darauf, was könnte man tun, um zum Beispiel eine breitbandige Antenne zu bauen? Ne, man nimmt einfach mehrere Strahlelemente und ordnet die irgendwie an, sodass man hier im, ich glaube, 3 GHz Bereich irgendwie unterwegs ist und hier im 200 MHz Bereich empfängt. Ne? Also im Prinzip für die, so, also ganz so einfach ist es nicht, aber man könnte sich natürlich vorstellen, diese Struktur ist für die 200 MHz Signale zuständig und die hier für die 3 GHz Signale. Ne? So, das ist jetzt auch noch so eine genormte Antenne, die für Messräume und so weiter geeignet ist. Die nennt sich übrigens logarithmisch-periodisch. Ne? Danke für die Frage. Habe ich doch gesagt, 200 MHz bis 3 GHz. Das hier ist eine, das Strahlelement fehlt. Hier leider, ne? Also die ist schon ausgeschlachtet worden. Das war mal ein Wettbewerbssieger hier, als wir einen Wettbewerb gemacht haben. Die Antenne viel N, viel gut. Das ist eine 2,4 GHz Yagi-Antenne. Hier würde man nur einen Speisedipol reinpacken. Dann hat man hier einen Reflektor, der ist ein bisschen länger. Und dann hat man hier sogenannte Direktoren. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren. Ich habe keine Lust, das jetzt noch so nachzuzählen. Ich glaube so 40 oder so. Also war ein bisschen Arbeit, das Ding zu bauen. Hat einen Gewinn von Faktor 50 etwa. Meine ich 17 dB, ja 50.
Und das würde jetzt hier eine Richtwirkung in diese Richtung entfalten, ne? So. Auf die Antenne. So, ist ein bisschen, steht auch, ich habe also den Laborbericht dazu nochmal gelesen, den die da vor ein paar Jahren gemacht haben. Steht auch drin, ist nicht so sonderlich praktikabel, weil gerade wenn Wind kommt oder so, nicht? Aber das war in der Spezifikation nicht vorgesehen, dass die Windlast minimal sein soll, sondern es ging nur darum, möglichst viel Gewinn zu erzeugen. Und das haben die hiermit tatsächlich geschafft. Aber das ist ein kitzliges Design, das hat hier geklappt mit hoher Sorgfalt der Leute. Das hat bei einer anderen Gruppe, die sogar eine etwas kleinere Antenne bauen wollte, nicht funktioniert. Die haben weniger sorgfältig gearbeitet, die hat versagt. Also das Prinzip war das gleiche, aber hat nicht so gut, also als Messung nicht so gut funktioniert. Das Schöne hier ist, das können Sie machen aus dem Kupferstab und so einem Isolierrohr. Ne? Das ist also Baumarktteile. Ne? So. Nee, die sind nicht verbunden. Okay. Auf mystische Art und Weise. Die Antenne wurde auch erst erfunden und dann wurde erklärt, wie sie funktioniert. Ist diese Struktur in der Lage, die Welle, die jetzt auch von der Seite im Prinzip kommt, ja, oder die Welle hier zu bündeln und die Energie auf dieses Element hier zuzuführen. Also im Prinzip macht das hier so eine Transmission Line, so eine bremsende Transmission Line aus. Cool, ne? Es gibt aber auch noch viel profanere Varianten. Das hier ist eine leicht bündelnde, ich meine für den GSM-Bereich Antenne, das war auch so ein Wettbewerb, den wir hier gemacht haben. Ein etwas anderes Frequenzband, auch etwas andere Anforderungen. Nicht? Also hier ging es dann darum, ja, so ein bisschen so 10 dB oder sowas zu bündeln, aber trotzdem noch einigermaßen breitbandiges Design hinzukriegen. Also hat man solche Strukturen hier eingebaut. Das hier ist das Anpasselement. Da gehörte irgendwie so eine Drahtschlaufe hin. Dann war die Anpassung noch nicht so ganz wunderbar. Also sprich, die Reflexion war noch zu hoch. Und dann haben wir einfach so lange zusammengezwirbelt, bis passt. Ne? Also auch das, gut, das ist ein bisschen aufwendiger, weil es auf Plexiglas drauf machen mussten, weil die Struktur auch alleine groß ist. Holz eignet sich nicht. Aufgrund der Feuchtigkeit ist in Holz auch immer ein bisschen Dämpfung mit drin oder Verluste mit drin, nicht? Also Sie müssen schon was Plastikmäßiges nehmen. Heißkleber ist ganz wunderbar, ne? Also Heißkleber eignet sich sehr zum Antennenbau. Und ja, so kann man eben hier Bastelarbeiten machen. Also die Herausforderung hier durchaus ist auch eine mechanische, ne? Es muss ja auch halten, ne? Also und wie kriege ich es hin? Ich meine, in der Theorie ist das ganz einfach. Ich habe eine Reflektorfläche. So, wie kriege ich erstmal eine vernünftige Reflektorfläche hin, ja, hier mit Alupapier gelöst oder Alufolie gelöst. Und dann habe ich da oben drüber die Antenne in der richtigen Ebene. So, jetzt kriege ich die ja nicht schwebend übereinander, das funktioniert ja nicht. Ne? Sondern das muss ich jetzt auch noch mir irgendwie geometrisch so richtig hinbauen, damit das so bleibt. Ne? Also auch das ein funktionierendes Stück HF-Technik. Das Ganze gibt es auch dann in... Sagen wir mal, professioneller, jetzt auch als richtig bündelnde Antenne. Jetzt brauche ich natürlich fast mal jemanden, der mir hier. Tisch haben wir keinen, ne? Ist da irgendwo ein. Ah, ich kann es auch erstmal auf den Stuhl stellen, ne? Machen wir das so. So, hier so eine Parabolantenne. Die hatten, wie gesagt, auch den Vorteil, wenn mal der Strom ausfällt, kann man immer noch trommeln. Ja. Das hier vorne ist nur der Vogel- und Mäuseschutz, damit die da nicht einziehen. Boah. Stinkt wie die Pest und sieht von innen dann so aus. Also das ist jetzt nichts, ich habe nur die Reifen abgemacht. Ne? So, und hier drin, also die Idee ist eigentlich, das ist ein Parabolspiegel hier. So. Der muss leitend sein, der ja. Was sie jetzt hier genommen haben, das ist so ein Plastikzeug. Klingt auch ein bisschen metallisch, also. Weiß ich, habe ich. Nur Plastik geht nicht. Nee. Muss ja, also die, das lebt ja davon, das Ding, wir werden das auch noch sehen, es lebt ja davon, dass die Strahlen hier gebündelt werden, ne? So, und da, wenn sie da irgendwas nehmen, wo es durchgeht, dann geht es halt nicht, ne? So, also müssen wir was Leitendes nehmen. So, und hier ist so ein Stab drin. Wird von hier hinten mit dem Hohlleiter gespeist. Das erkennt man jetzt bestimmt nicht da. Und dann wird es erstmal hier gegengestrahlt, gegen diesen Reflektor und dann hier drauf und dann geht es raus. Als paralleles Bündel. Ne? So. Also ist echt multifunktional, dann kommen auch große Tomatensalate mit machen und so. Was? Zum Kochen. Kohle.
Ja, das ist doch hohe, hohe Bohle, ja. Aber ein M-O-Leiter an oder so. Ja, klar, das ist der hängt davon ab, was du halt machst. Ne, da, das, was da unter dem blauen ist, das ist der Rohleiter. Das ist so ein komischer. Okay. Das eine, ja. Aber mit der kann man senden und empfangen auch. Also ja, kannst du mit aller, allen Antennen. Ja, ja. Naja, also die Antenne ist inhärent reziprok. Deine Antenne sendet so, wie sie empfängt. Also wenn sie gut sendet, dann empfängt sie auch gut und umgekehrt. Also das ist alles völlig austauschbar. Nur das Element dahinter, das macht's dann. Ne? Also wenn Sie da natürlich einen Sendeverstärker haben, dann können Sie nie mehr empfangen. Ne? Ja. Antennen noch. Das sind so, die zeige ich Ihnen gleich auch noch im Detail, wie die funktionieren. Da ist eigentlich nur das so ein bisschen, genau, die Song-Script, die ist so ein bisschen gefaltet, damit sie geometrisch kleiner wird und eigentlich wäre der Draht ja bis hier. Und dann haben wir ein bisschen gefaltet. Das hat aber Einfluss. Also es ist nicht so, dass das jetzt alles so dann nicht ganz so gefaltet. Gibt's auch, jetzt gibt es hier das Ganze noch gekauft gefaltet. Also kann sie einfach mal umgehen lassen. Dann gibt es ja noch so für niedrige Frequenzen. Möchte man ja nicht so groß haben, so gespulte, also im Prinzip Helix-Antennen, ne? Die irgendwie beidseitig abstrahlen sollen. Ja, und viele verschiedene andere Strukturen noch, die man nur erkennt, wenn Sie sich das angucken. Das hier ist übrigens jetzt für Sie nochmal. Das ist ein richtig klassisches Hohlleiterhorn, wie man sich das vorstellt. Ne? Hier ist der Hohlleiter, da, also auch der Rechteck-Hohlleiter, so für den 10 GHz-Bereich. Und dann wird das einfach so, wie Sie es bei einer Trompete auch machen, aufgefächert, ne? Weil Sie eine bessere Anpassung haben wollen von dem abgeschnittenen Hohlleiter oder hier aufhörenden Hohlleiter, soll die Welle dann ja weich an den freien Raum geführt werden. Nennt sich Horn. Man kann sich denken, warum. Bisschen vorsichtig, also. Können Sie mal durchgucken. Gut, so, ja, da ist eigentlich das meiste jetzt gesagt. Es gibt ein paar Antennen, die konnte ich hier aus offensichtlichen Gründen nicht mit in den Raum bringen. Ne? Solche Kurzwellen- und Langwellenantennen, ne? Die jetzt also da dann wirklich das Bauwerk, ne? Fiel mir schwer, die zu tragen. Deswegen muss ich die über das Foto hier rein. Oder auch Antennen, die wir hier gebaut haben. Das sind eigentlich alles eine einfache gerade Drahtstruktur gewesen, die wir dann mal zusammengefaltet haben. War mal eine Studienarbeit. Wollten wir mal ein bisschen messen, wie sich das ergibt. Im Hintergrund sehen Sie ein real existierendes Smith-Diagramm. Ja, in dem Sie da die Anpassung, Anpasspunkte sehen. Hier, das dürfte der Ursprung sein, oder in der Nähe ist der Ursprung. Und je dicht weiter die Antenne hier zusammengedrückt wird, desto weiter wandert das nach außen. Desto reaktiver und niederohmiger wird sie eigentlich. Das ist ein bisschen doof bei der Geschichte. So, worum geht's? Im Prinzip das Konzept der Antenne mal lernen, wie das eigentlich ist mit der Antenne, wie denn die funktioniert, warum die so funktioniert, wie sie funktioniert, wie man sie entwerfen kann. Wir sprechen über eine gewisse Terminologie, also da gibt es auch ein paar Vokabeln, die man da können sollte, ne, zu dem Thema. Mechanismus der Abstrahlung, verschiedene Familien von Antennen. Es gibt 1,3 Millionen oder so verschiedene. Ne? Die werden wir nicht alle hier besprechen. Wir haben ein ganz wunderbares Tool. Das müssen Sie mal gucken, ob es auf Ihren Rechner schon läuft. Das heißt Antenna Markus. Und dann müssen wir es auch mal starten und eventuell den Lizenzschlüssel. Brauchen Sie jetzt nicht machen. Machen wir ohne Kamera. Weil da muss ich den Lizenzschlüssel anschreiben. Den möchte ich nicht unbedingt verteilen. Es geht ein bisschen um Elektromagnetismus mal wieder, also für die Maxwell'sche Gleichung.
und sie würden in der Lage sein, so unterschiedliche Antennen mal zu beurteilen und an unterschiedliche Parameter auch bewerten zu können. Das ist so das Ziel hier. Ne? Na gut, da haben wir wieder den Maxwell, ne, und seine Gleichung. Der steht sowieso über allem. Und die Randbedingungen oder die veränderte Form haben wir auch. Da gehen wir jetzt aber nicht wirklich rein. Wir wiederholen noch mal kurz die Abstrahlung und den Point-Click-Vektor und die Polarisation. Ja, vergegenwärtigen Sie sich, dass in einer Wanderwelle, womit tatsächlich Energie übertragen wird, E-Feld und H-Feld senkrecht zueinander stehen, aber in Phase sind und senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung stehen. Ergibt sich aus verschiedenen Betrachtungen hier. Und wir reden dann hier tatsächlich meist oder auch fast ausschließlich über die Transversalen der klimatischen Wellen. So, Wellenimpedanz kann man bestimmen, nämlich in welchem Verhältnis stehen eigentlich E-Feld und H-Feld und die entsprechenden Komponenten zueinander. Wenn die schon in Phase sind, dann wird man da auch was angeben können, in welchem Verhältnis die stehen, da stehen. Und da kommt man eben aus der Lösung der Wellengleichung mit dann auch hergeleitet den Ausbreitungskoeffizienten auf den Wellenwiderstand. Und wenn Sie das hier ins Verhältnis setzen, mu 0 durch Epsilon 0, was ja der freie Raum ist, kommen Sie auf 120 Pi Ohm oder 377 Ohm. Also freier Raum hat eine Wellenimpedanz von 377 Ohm. So, Polarisation hatten wir, glaube ich, auch kurz drüber, haben wir darüber gesprochen, zirkular, vertikal. Ja, ne? Energiefluss geht in die positive Richtung der Ausbreitung. Die brauchen wir auch nicht. Gucken wir uns einfach mal eine erste Antenne an. Und wie man sie beschreibt. So, das ist der sogenannte Hertzsche Dipol. Das Ding besteht aus eigentlich kurzen Drahtelementen hier, ganz kurzen Drahtelementen. Und man nimmt an, dass die Stromverteilung, der Strom hier drauf konstant ist. Das ist natürlich physikalisch Unsinn, weil eigentlich muss es hier an der Ecke ja Null sein. Ne? Weil das ist ja die Randbedingung für Ende des Drahtes, dass ich keinen Strom daraus kriege. Nimmt man hier aber aus Einfachheitsgründen nicht an, sondern man nimmt eben einfach mal einen kurzen Draht an, auf dem man eben dann vielleicht eine konstante Stromverteilung drauf hat. So, dann können Sie sich mal angucken, wie das ganze Ding abstrahlt. Das ist hier in diesem Donut gezeigt. Wieso kann ich nicht zoomen? Weil ich irgendwie im falschen Modus bin oder was? Ja. Was funktioniert jetzt hier? Achso, ich lese jetzt hier irgendwas. Ich höre doch gar nicht. Die Jupe heißt, glaube ich, so. Stimmt. Antennen. Da ist es, ne? So, ein bisschen geht noch. So, dann müssen wir uns auch sehen können. Das ist im Prinzip so ein Donut. Ne, das Ding strahlt wie ein Donut. Und Sie können sich das ganz gut überlegen, wenn das hier die Antenne ist. Je mehr Sie von der Antenne sehen in der Projektion, desto besser kriegen Sie Feld ab. Heißt, wenn Sie die Breitseite sehen der Antenne, dann kriegen Sie relativ viel ab, wenn sie abstrahlt. Wenn Sie aber die Achse sehen der Antenne, das ist ja der Strom, der sich in diese Richtung bewegt und das E-Feld eben genau parallel dazu ist erstmal, dann sehen Sie nichts. Ne? Dann, das ist die Null hier in der Mitte oder das Loch im Donut. Ne? In axialer Richtung strahlt so eine lineare Antenne nicht ab. In der sehr wohl. Und wie rum Sie das Ding jetzt sehen, von welcher Seite Sie das sehen, ist völlig egal, weil der Teil ist ja rund. Also er stimmt jetzt nicht ganz genau rund, nicht, aber so ein Draht ist halt rund, also 100 Draht ist halt rund. So, das macht, so ein Donut ist zwar schön anzusehen,
es bringt ihnen technisch aber nicht so richtig viel, weil sie natürlich keine Parameter für irgendwie ablesen können. Ne? Damit sie das ein bisschen besser können, macht man eigentlich zwei Schnitte durch den Donut. Also einmal so, dann kriegt man das hier raus, dann sind das so zwei Eier. Es strahlt hauptsächlich, und je weiter dieser blaue Strich außen ist, desto mehr wird abgestrahlt. Es strahlt hauptsächlich in diese Richtung, ein bisschen weniger in die und nichts in die Richtung. Und das macht dann beide Richtungen gleich, ne, weil es ist ja rund. Und Sie können natürlich auch nochmal so durch den Donut durchstreichen, dann wäre es mehr so ein Bagel, wo Sie Butter drauf streichen wollen dann. Ne? Und dann kriegen Sie selbstverständlich was Rundes raus. Das ist irreführend, dass die Antenne so steht, das tut sie nicht. Eigentlich steht die Antenne so. Aber ich habe das Programm nicht geschrieben. Ja. Das ist gemacht mit NEC oder NEC. Steht für Numerical Electromagnetics Code, ist der Kern des Open Source, geht auf die 60er, 70er Jahre zurück, geschrieben in Heavy Fortran, also Fortran 77, glaube ich, also ist ursprünglich Numerik, also ist ein Numerikprogramm, das ich meine vom Department of Defense aus den USA in Auftrag gegeben wurde, ist mittlerweile Open Source und hier hat jemand so eine Windows-grafische Oberfläche zugeschrieben. Damit das ein bisschen besser zu nutzen ist. Okay, so. Das haben wir jetzt mal gelernt. Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen auseinandernehmen. Und da kommen wir nicht ganz drum herum, uns um sphärische Koordinatensysteme zu kümmern. Sind Sie denen schon mal begegnet? Also in Mathe jetzt dran sein müssen, in Felder jetzt auch dran sein können. Also drittes Semester. Okay, noch ein T ist ja schon Kugelkoordinaten. Kugel auf Schlau? Kugel. Sphäre. Kugel auf Schlau? Eine Sphäre. Okay. Dann hatten Sie es doch, ne? Also Kugelkoordinaten, ne? Sphärisches Koordinatensystem, sphärische Koordinaten. Okay, also Sie geben nicht mehr die Koordinaten in x, y und z an, sondern Sie geben es in Abstand vom Ursprung an, Winkel in der xy-Ebene und Elevationswinkel an. Ne? So, also ein Abstand, zwei Winkel. Das bleibt ein rechtwinkliges Koordinatensystem und wenn Sie jetzt so ein Feld haben beispielsweise, dann würden Sie das an dem Punkt, an dem Sie stehen, ja auch angeben als EX, EY, EZ, also in drei Komponenten. Ne? Das macht nicht wirklich Sinn, mit einem Punkt hier in Kugelkoordinaten anzugeben und eine Richtung wäre es dann ja letztlich in kartesischen Koordinaten. Dann wären ja zwei Koordinatensysteme verheiratet und nicht zusammengehören. Also gibt man natürlich auch einen Feldvektor oder eine Richtung oder so auch in diesen Kugelkoordinaten an. Und das wäre dann einmal in die ausströmende Richtung, dann wäre es die Richtung in azimutale Richtung, hier so drumherum, und dann einmal noch das in der Elevation so. Also in drei Komponenten. So, so ein Kugelkoordinatensystem ist selbstredend die natürliche Wahl für irgendeinen Ort auf der Erde, wobei man in der Regel den Abstand vom Mittelpunkt weglässt. Weil ich bin halt auf der Oberfläche, ne? Macht wenig Sinn, das jetzt noch zu erzählen. Ne? Und wenn dann auch nur in Differenz zum normalen Meeresspiegel, ne? Da könnte man es nochmal angeben. Also ich bin jetzt auf dem Mount Everest, da möchte man dann schon noch sagen, wie weit man sich vom Erdmittelpunkt entfernt fühlt. Ne? Oder ich bin im Marianengraben, dann sagt man es halt auch, wie nah man ist. Ne? Normalerweise aber eher nicht. Ich glaube oft nicht. Aber alles andere kennen Sie ja als Längen- und Breitengrade. Ne? Welches ist welcher? Der hier? Das, also, achso, ja, ja. Ist das ein Breitengrad? Oder wenn ich mich auf dem bewege, ist das ein Breitengrad, auf dem ich mich bewege, oder ein Längengrad? Ich glaube, die Längen sind die. Ja, die Längen sind die. Ja? Und die Breiten sind die. Genau. Kriegen Sie in etwa unsere Position hier hin? Irgendwas mit 47 war das. 42. Nein. Also 47, 49 Nord, ja, ist richtig. So was in der Richtung. Und so, ich glaube, so 9, 10 Ost.
Genau, ich kann es auch googeln. Da braucht niemand GPS für einschalten. Ja, aber meinst du, genau, 49,1 und 8,23. Sir, habt ihr recht gehabt, ne? Dann 30 Sekunden noch. Also, ne? Haben Sie jetzt den Abstand vom Erdmittelpunkt auch? Hab ich dann? Jetzt muss ich mal dann aus. Das ist saumäßig oft. Hier nicht. So, ich mach trotzdem mal weiter, ne? Also, ja, ja, das sagen Sie Bescheid. Man kann dann den einen Vektor in einen Ort, in den anderen Ort umrechnen, selbstverständlich. Was hier getan ist, wenn ich mal die xy-Koordinaten eines Ortes habe, kann ich die in R, Phi und Theta angeben. Also die verschiedenen Winkel hier, das sind die Umrechnungsfaktoren, wobei hier ein kleiner Zeichen fehlt. 117 Meter. Aber über Meeresspiegel. Nee, über Meeresspiegel, dann muss ich das aber sicher ausrechnen. Ah, ja. Jetzt brauchen Sie aber den Google, weil Sie müssen wissen, was Ich habe keine Physik-App drauf. Ich glaube, vielleicht im Erdabstand ist es nicht 117 Meter. Ja, das also fehlt das gleiche Zeichen. Und dann kann man das eine ins andere umrechnen, aber auch eine Richtung kann man in eine andere umrechnen. Und da kommen wir dann eben die Frage, what the, ist eigentlich E-Theta? Ne? Denn das, was wir hier angegeben hatten, das habe ich, glaube ich, gar nicht so schön erwähnt, das hier steht nämlich Theta. Das ist E-Theta, was hier angegeben war, und da eben auch E-Theta. Also was ist das eigentlich, was da steht? Ne? Dazu brauchen wir erstmal die Richtung. Und wie Sie sehen, wie im letzten Jahr auch, sind in diesem Bild X und Z vertauscht an den E und den Z an den E's. Das habe ich nicht in Ordnung gebracht. So, wenn wir uns mit dem Ortspunkt, legen wir den mal in Gedanken in die Richtung da, da oben hin. So, dann geht ja die ausströmende Komponente, oder die rausgehende Komponente streckt nach oben, weil das ist die R-Richtung. Die azimutale Richtung ist eigentlich egal, wo wir uns da befinden, weil wir sind genau auf der Z-Achse. Das ist ja dann so, wenn wir am Pol stehen, ne? Kurz einmal drehen, sind sie um die Erde rum. Ne? Die E-Theta-Komponente, die geht natürlich streng nach außen, also streng nach rechts in diesem Fall hier oder nach links. Also jedenfalls so, dass sie irgendwann, wenn sie diesen Vektor hier nehmen und umklappen würden, irgendwann mal nach unten klappen. Ne? Da können Sie sich überlegen, wie müssten Sie an dem Stab, der hier senkrecht steht, ziehen, damit er irgendwann flach liegt. So, ne? Wie der hier liegt, in welche Richtung müssten Sie idealerweise ziehen, und das wäre dann hier nach da. Ne? So, und das wäre jetzt E-Theta, und dieses E-Theta ist natürlich parallel in dem Fall zur X-Achse. Also wäre das auch das EX eben und nicht das EZ, wie es hier steht. Ne? So. Und je weiter Sie das aber legen, wenn wir zum Beispiel auf den Punkt hier ankommen, dann ist die natürliche Richtung, die Sie ziehen müssten, damit das Ding hier auf EX liegt, natürlich die hier. Da weitergeschoben, das heißt, das Ganze ist ein bisschen schief, das ist dieses rote E-Theta hier. So, und den Vektor können Sie jetzt ja sauber zerlegen in eine vertikale Komponente, EZ wäre das, und eine horizontale, EX wäre das. Wie gesagt, vertauscht. So, irgendwann kommen Sie hier unten an. Ja, wie müssten Sie jetzt ziehen, damit Sie das Ding weiter drehen? Das wäre jetzt streng nach unten, das heißt, E-Theta läuft jetzt an dieser Stelle senkrecht nach unten und wäre damit parallel zu EZ. So, also ortsabhängig transformieren sich die kartesischen Komponenten von E anders in die Kugelkomponenten. Ne? Bisschen doof. Also ist nun mal. Jo. Das sagt das rechte Bild aus, auch wenn es komplizierter aussieht. Aber mir ist das auch nicht. Okay, und das kann man jetzt eben hier über so eine Transformation hinbekommen, in der eben die Winkel Theta und Phi eingehen, also wo ich mich genau befinde, auf R, spielt kaum eine Rolle, oder keine Rolle. Und ich kann eben jetzt hier die ER, E-Phi und E-Theta-Darstellung
des Feldvektors transformieren in die kartesische Darstellung und umgekehrt. Das ist die Aussage hier. Ich habe es nicht hergeleitet und deswegen machen wir die Mathematik auch nicht hier im Detail. Das kann man natürlich herleiten. Nämlich genau aus den Überlegungen, die ich eben da gemacht habe. Ne? So, gucken wir uns das jetzt nochmal an. Dann wissen wir jetzt also, dass hier die jeweils die Theta-Komponente gezeigt ist. Das heißt also an dieser Stelle, da, nehmen wir das mal als den Pfeil, geht tatsächlich das E-Feld direkt nach unten. Wenn ich hier bin, wäre das tangential zur Richtung, also wahrscheinlich so. Doch, da, so, da, in der, da wäre es so, hier so und hier würde es, wenn ich tatsächlich hier der Z-Achse wäre, würde es tatsächlich nach rechts gehen, aber es ist ja nicht da. Ne? Eine azimutale Komponente rund um dieses Ding hier gibt es nicht, aufgrund der Symmetrie nicht. Ne? Also wo soll hier jetzt so eine Komponente für das E-Feld herkommen? Selbstverständlich gibt es ein Magnetfeld, das hier sich rotierend azimutal um diesen Stab befindet. Gut, die Darstellung ist oft anders. Hier habe ich eine rein lineare Teilung der Achse hier genommen, der Polarachse genommen, in Volt pro Meter ist das hier angegeben. Ja, Volt pro Meter. Macht man oft nicht, sondern man gibt das oft an in einer logarithmischen Teilung hier. Wobei man eigentlich das Volumen dieses Eis, da, dieser Eier da nimmt als den Nullpunkt, also im Prinzip die durchschnittliche Strahlung in eine Richtung nimmt man als 0 dB und dann gibt man an, da gehen wir mal vielleicht ein detaillierteres Bild dazu, wie viel mehr strahlt er in der einen Richtung bzw. wie viel weniger strahlt er ab. Und das kann man ganz wunderbar, so Verhältnismaße, ja, Maße kann man ja ganz wunderbar in Dezibel angeben und das tut man dann hier auch. Ja. So, das einzige Unterschied hier ist, das sieht ein bisschen gedrungener aus, was eben diese dB-Darstellung ausmacht. Ne? Aber die Details dazu kommen noch. Hier noch die vor allen Dingen in der angelsächsischen Literatur verbreitete Darstellung in E-Ebene und H-Ebene, oder E-Feldebene und H-Feldebene. Das hat mich früher immer so ein bisschen durcheinander gebracht, was eigentlich was ist. Es ist die, jeweils die Ebene gemeint, die aufgespannt wird aus einem Punkt auf der Antenne und der Hauptrichtung des entsprechenden Feldes. Ne? Also die E-Feldebene wäre eben in diesem Fall hier tatsächlich die vertikale Ebene, weil das elektrische Feld schwingt eben hier in der Ebene vertikal. Dann, ne? Während die H-Feldebene, das ist ja die, das H-Feld, und ist ja hier rund, um den Leiter zu finden, um die Antenne zu finden, das wäre eben die Ebene, die durch so eine H-Feldlinie aufgespannt wird. Ne? So, reine Vokabel, nach so einem Bild habe ich ewig gesucht früher. Ich habe es dann irgendwann mal gefunden und niedergelegt, deswegen gebe ich vielleicht für Sie nicht so verständlich, dass man so ein Bild überhaupt macht, weil Sie es schon verstanden haben. Ich habe da Probleme gehabt. Ich wusste immer nicht, was da was ist. Sie haben die gar nicht, weil Sie haben es ja gerade erklärt gesehen. Ja. So, jetzt gibt es was es gar nicht gibt. Der Kugelstrahler oder der Isotropstrahler. Nämlich eine Antenne, die in alle, wirklich alle Raumrichtungen gleich strahlt. Ne? Sie haben, also man könnte sich vielleicht so eine Glühlampe vorstellen, naja. Ja, auch nicht, ne? Weil die hat ja den Lampensockel, ne? Geht ja wieder nicht. So, das ist ja eine anschauliche, warum es nicht geht. Aber erstmal so eine Glühlampe strahlt schon ziemlich gut in alle Raumrichtungen, ne? Ah, die Hardcore-Physiker werden widersprechen, aber das passt vielleicht schon. Aber wir wünschen uns eine Antenne, die wirklich in jede Raumrichtung gleichmäßig abstrahlt. Das geht nicht. Ich zeige Ihnen die prinzipiellen, ich werde es nicht prinzipiell erläutern, warum es nicht geht. Glauben Sie mir, dass es nicht funktioniert. Ne? Was? Schon beim Kabel hat es ja auch. Ja, genau, irgendwo muss schon das Kabel sein, das ist das Praktische, nicht? Aber auch die können Sie die Antenne nicht so symmetrisch bauen. Es ist inhärent, dass sie wirklich vollkommen symmetrisch abstrahlt. Trotzdem kann man sich das ja wünschen, dass es sowas gibt. Ne? Also ich meine, Sie erinnern sich wahrscheinlich, als Sie noch kleiner waren und
Aber ich möchte nur ein Pferd zu Weihnachten. Ne? Also ging ja auch. Konnte man sich auch wünschen. Hat man nicht gekriegt, aber konnte man sich ja wünschen. So ist es mit diesen Tropenantennen auch. Ne? Gibt es ihnen leider nicht. Aber die Leistungsdichte, das möchte ich hier noch. Erwähnen. So, da, deswegen muss ich immer einmal runtergehen. Die Leistungsdichte verteilt sich, die Leistung, die dem Ding hier angeboten wird, wird auf die gesamte Kugeloberfläche 4pi r² verteilt. Ne? Vollkommen logisch, dass die Leistungsdichte abnimmt, denn je weiter sie von der Antenne weggehen, desto mehr Kugeloberfläche muss sich das die Leistung verteilen. Das ist dieses 4pi r². Ne? So, die Amplitude aber sehr wohl, weil das ist so ganz grob die Wurzel der Leistung hier, bis auf ein paar Faktoren, verteilt sich dann proportional zu 1 durch R. Die Faktoren diskutieren wir nicht drüber erstmal. Ne? Das heißt also, die Feldstärke nimmt proportional, umgekehrt proportional zum Abstand ab, während die Leistungsdichte natürlich umgekehrt proportional zur Oberfläche, also zum R². So, die Definition ist für Ihre Referenz da, möchte ich jetzt nicht vorlesen. Ich nehme einfach dieses Bild, weil dieses Bild ganz wunderbar erklärt, was eigentlich jetzt Gewinn, Richtwirkung und Leistung sind. So, man hat hier mal so eine Antenne genommen, so einen Schnitt gemacht, so ein Strahlungsdiagramm hingemalt, nicht? Und das, was Sie hier in schwarz sehen, da ist so eine prototypische, nicht gemessen, ist gezeichnet, so eine prototypische Antenne, die in eine Richtung besonders abstrahlt, das ist nämlich nach oben, und in die anderen irgendwie so ein bisschen. Und da kann man so ein paar Sachen sehen. So, zunächst kann man mal sagen, wie sähe denn das Strahlungsdiagramm aus, wenn ich die gleiche Leistung an einen, Klammer auf, nicht existenten, Klammer zu, Kugelstrahler gebe. So, dann würde die Leistung ja nur gleichmäßig verteilt werden, aber eben gleichmäßig verteilt werden. Das heißt in aller Raumrichtung gleich, das heißt weniger in die Max-Richtung, aber ein bisschen mehr in die Min-Richtung. Ne? So, und das kann man ja als Vergleich nehmen, so dieses Gedankenspiel, nicht? Was wäre wenn? So, und das, was es mehr in die Hauptrichtung strahlt, das ist schon mal der Gewinn. Übrigens, wenn ich sage strahlt oder aussendet, meine ich auch empfängt, das ist vollkommen das Gleiche. Ne? So, das wäre der Gewinn. Dann kann ich mal rausnehmen, und das wäre dann eben auch der die Hauptstrahlrichtung letztlich, ne? Und das ist der Gewinn in der Hauptstrahlrichtung, der in G mit G angegeben wird, als ein Faktor größer als das, was der Isotropstrahler ausgeben würde. So, dann kann ich irgendwie rangehen, wie groß ist denn die Breite dieses Strahls da? Also, was ist der Öffnungswinkel? Das ist letztlich die Frage. Ne? Ja, und dann geht man, 3 dB wieder, nicht? Da guckt man, wann ist denn die Strahlungsdichte auf die Hälfte abgefallen, gegenüber dem Maximum. Das wären 3 dB weniger, ne? Man gibt es oft in dB an, oder die dB-Rechnung kennen Sie ja schon. So, und dann kann man den Winkel messen. Das kann man auch angeben als Half-Power-Beam-Width, also halbe Leistung, Strahlbreite. Das ist der Öffnungswinkel da vorne. Ne? So, dann kann man hergehen, oder wird man hergehen und sagen, gut, es gibt hier noch so Seitenelemente da. Also Seiten-Nebenzipfel nennen die sich, oder Side-Lobes, ne? Wie groß ist denn diese Seiten-Nebenzipfelunterdrückung, Side-Lobe Attenuation? Ne? Und die misst man natürlich gegenüber dem Maximum. Das heißt also, man ergänzt sich das Ganze hier zum Kreis und nimmt dann eben die Nebenzipfeldämpfung. Dann misst also, wie viel ist das unter dem? Auch relativ einfach. Und dann könnte man noch einen ganz dominanten Nebenzipfel nehmen. Der ist das nämlich ordentlich, das ist die Rückrichtung. Also was strahlt das Teil in Rückrichtung? Und das wäre dann eben die Front-to-Back-Ratio. So, damit haben wir jetzt schon mal eine ganze Menge Vokabeln auch erläutert und machen da auch noch weiter bei der Vokabelerläuterung. Zunächst nämlich, was ist zum Beispiel für so ein 2 Antennen, die wir jetzt schon eine davon haben wir zumindest kennengelernt, was wäre denn der Gewinn eines kleinen Dipols? Das ist dieses herzliche Teil, das ich eben genommen habe, so ein kleines Drahtstümmelchen. Ne? So, der strahlt ja nicht in seiner Achsenrichtung. Also strahlt er ja zur Seite mehr, ne, als dieser Isotropstrahler, weil der muss ja nicht nach oben. Ne? So, und dieser Gewinn ist eben gerade 1,5 oder 1,76 dB. Was ist der Gewinn eines Halbwellendipols? Ein Halbwellendipol
ist noch nicht erwähnt worden. Das ist genau der, wo eine halbe Wellenlänge hier auf dieses so einen Stab passt. Kann man sich aber vorstellen, glaube ich, ziemlich einfach. Ne? Gucken wir uns gleich noch im Detail an. Weil der ein bisschen breiter ist, bündelt der noch mehr in die Breitrichtung. Dies noch mehr hält sich aber in Grenzen, also ist der Faktor 1,64 der Gewinn oder 2,16 dB. Also der bündelt ein bisschen mehr in die Seitenrichtung, als das der schmale Dipol macht. So, nun weiß man ja am Empfänger nicht, was für eine Antenne, also man hat Informationen darüber, was für eine Antenne das ausgesendet hat, die Leistung. Wenn ich jetzt hier stehe und mache hier Radioempfang oder sonst irgendetwas, dann weiß ich ja nicht, mit was für einer Antenne hat der Eumel da am Fernsehturm das ausgesendet. Also außer ich frage ihn. Aber die Antenne weiß erstmal nicht. Ich kriege aber ja eine gewisse Leistungsdichte bei mir an. Und empfange auch eine gewisse Leistung. Die ist ja erzeugt worden von einer Leistung am Fußpunkt dieser Antenne, die ich nicht kenne. So, dann kann ich ja sagen, aber mal angenommen, der hat da einen isotropen Strahler. Wie viel Leistung muss der dem denn geben, damit er die Strahlungsleistung erzeugt, die ich hier sehe? Das heißt also, wie weit, das ist eigentlich die Frage, wie weit muss ich diesen Ballon hier aufpusten, bis er diesen äußeren Kreis erreicht, also da oben die Hauptrichtung erreicht. Und das ist die Effectively Isotropic Radiated Power, das ist ein ganz wichtiger Begriff. Also wie viel Leistung gebe ich einem isotropen Strahler, damit er die gleiche Performance, die gleiche Strahlungsleistung in Hauptrichtung erzeugt, wie die Antenne, die ich wirklich habe. Das ist eigentlich nichts weiter als Gewinn der Antenne mal die Leistung, die da am Fußpunkt angeboten wird. Nehmen wir mal das Ding hier. Hatte ich ja gesagt, das Ding hat einen Gewinn von etwa 50, also die viel N, viel gut. So, wenn ich dem jetzt einen Watt gebe hier, also wäre viel, dann sieht der in der Hauptrichtung aus, als wenn es ein Kugelstrahler wäre, der 50 Watt hat. Ja? Kann man auch funktionieren, oder? So, warum ist das wichtig? Würde ich zum Beispiel bei WLAN, manche Leute machen das ja so, würde ich zum Beispiel beim WLAN nur sagen, wie viel Leistung aus dem Router rauskommen darf, nämlich 100 Milliwatt, dann könnte es ja irgendwelche Eumels geben, die sagen, okay, mache ich die Antenne dran. So, nur dann strahlt dieses WLAN-Ding, 100 Milliwatt hier, ab in Hauptrichtung, als wäre es 5 Watt. Und dementsprechend stört er auch den anderen WLAN-Nachbarn, ne? Als würde er mit 5 Watt stören. Die anderen dahinter ihm natürlich nicht, aber den in der Hauptrichtung schon. Ne? So, also ist das irgendwie eine blödsinnige Definition. Ich müsste dann nämlich definieren, also 100 Milliwatt, aber dann nur so und so Antenne dran. Müsste ich noch einen Nachsatz dazu machen. Will man nicht, also sagt man, weißt du was, du kannst Antenne machen, was du willst. Die darf nur nicht mehr in Hauptrichtung ausstrahlen, wie ein Isotropstrahler machen würde, der 100 Milliwatt hat. Also, in Hauptrichtung würde ich nichts gewinnen. Ich müsste also entsprechend meine Sendeleistung hier reduzieren, ne? Wenn ich so eine Antenne verwenden würde. Das macht man natürlich nicht. Das darf man jetzt wahrscheinlich auf YouTube auch nicht sagen, aber das ist schließlich ist einfach Faktum. Sonst würde das mit den WLAN-Richtantennen ja gar nicht funktionieren. Weil man kauft sich ja nicht die WLAN-Richtantenne, würde man sich die WLAN-Richtantenne ja nur kaufen, um die anderen weniger zu stören. Das wäre ja Altruismus. Den gibt es ja, also wahrscheinlich gibt es den schon, aber ist nicht so ausgeprägt. Ne? Was man aber sehr wohl ja möchte, ist für sich selber den Gewinn, indem man zum Beispiel eine WLAN-Richtfunkstrecke aufbaut. Ne? Also zwei Antennen, die wunderbar bündeln und dann bläst man da einfach mit mehr Leistungsdichte durch. Ne? So, das darf man aber eigentlich nicht. Aber wen stört's? So. Die anderen, ja, also es stört schon, es ist natürlich jetzt auch kein Aufruf, das zu tun, sondern es ist eben die Erinnerung daran, sich doch gesetzeskonform zu verhalten. Ne? So, wenn man das Video jetzt schneidet, kann man natürlich den Tag, egal. So, ja, natürlich kann man das verkaufen. Nur eigentlich müsste man dazu sagen, dass man die Ausgangsleistung seines WLAN-Routers runtersetzen muss. Das gibt es ja aber auch zusammen. Verkaufen
Weiß ich nicht, inwiefern das wirklich legal in Europa so zusammen verkauft werden kann. Okay. Also Sie können natürlich einen WLAN-Router verkaufen mit Antennen dran, die eine Richtwirkung haben, aber trotzdem darf die EEP nicht größer werden. Mhm. Also selbstverständlich kann man das machen, aber daneben in dem Sinne von, ich will Energie sparen, weil Sie brauchen dann ja auch weniger Energie, Sie müssen ja weniger Leistung im Endverstärker erzeugen. Ne? Also man hat ja schon, also es ist ja nicht so, dass man jetzt wirklich gar keinen Gewinn hat. Ne? Also man würde daher weniger nehmen, man würde auch die Umgebung vielleicht auch sich selber weniger stören, man könnte auch die Kanäle, gibt ja ohnehin bloß drei WLAN-Kanäle im 2,4 GHz, auch wenn es bis 13 hochgeht, die Zählung. Ne? So, es gibt nur drei nicht überlappende Kanäle. Sie könnten vielleicht auch den gleichen Kanal, die gleiche Frequenz schneller wiederverwenden in eine Richtung. Also Ihr Netz würde schon ein paar Vorteile davon haben. Also ist es nicht, dass es völlig egal ist. So, insbesondere macht der Isotopstrahler Probleme, weil er nicht da ist und es ihn nicht gibt. Und dementsprechend gibt es ihn auch im Labor nicht. Als Vergleichsstrahler. Ne? Das ist so das Problem. Man könnte jetzt einfach sagen, ich habe hier eine Antenne, mit der mache ich eine Messung. Dann mache ich die Antenne weg, setze den Isotopstrahler hin und gucke, was dann da in der Richtung ankommt. Geht nicht, weil der Isotopstrahler ist nicht da. Was aber da ist, ist der Halbwellendipol. Also man könnte ja einfach sagen, ich messe die Richtcharakteristik hier aus, da wo die Antenne steht, ist meine Messeinheit. Ich messe das Ding hier aus und dann mache ich es weg und dann gucke ich, welche Leistung an der da ankommt, wenn ich eine Referenzantenne hier reinpacke. Und das Verhältnis davon gibt mir ja an, wie viel diese Antenne besser ist. So, ich würde ja gerne den Kugelstrahler da einbauen, nur er ist halt nicht da. Also ist es pragmatisch, dann mal die Antenne zu nehmen, die da ist. Das wäre jetzt ein Halbwellendipol. Also einfach eine Antenne, die einfach Draht, Lampe halbe lang, so etwa. Ne? Und dann gucke ich mal, wie viel Leistung muss ich denn diese Antenne speisen, damit die gleiche Leistungsdichte erzeugt am Messpunkt. So, das wäre dann auch ein Verhältnis, eine Verhältnisleistung, die heißt aber nur ERP, die Effectively Radiated Power. Tritt auch sehr viel im angelsächsischen Bereich auf, hat eben einfach diesen messtechnischen Hintergrund. Ne? Ich brauche eine praktisch verfügbare Vergleichsantenne. So, ERP. Der Unterschied zwischen ERP und EIRP ist eben gerade der Gewinn des Halbwellendipols. Ja? Ich muss also an einen Kugelstrahler, müsste ich nochmal 2,16 dB mehr Power geben, als an einen Halbwellendipol. So, in diesem Sinne wünsche ich ein geruhsames Mittagessen. Wir sehen uns dann gucken wir mal um 12, ob wir um 12 schon weitermachen können. Ne? Sonst ein bisschen später. Mhm.